Kommen wir vom einen traurigen Thema zum nächsten traurigen Thema, Leute, beziehungsweise eher belustigend traurigen Thema. Ich habe mir gesagt, dass ich eigentlich keine Videos dieser Art großartig jetzt Beachtung schenken möchte, aber es gab sie dann doch. Es gab dann doch wieder diese Videos, die aus Jodys und meiner Trennung halt Klatsch gemacht haben. Machen wir mal ganz mal Sub-Mod hier rein, Leute. It's Shooter, Neo, Mitzen, Flossflow, Public Heroes und It's Crasher. Dankeschön für die Subs und Bits. Ja, Mann, die halt hingegangen sind und hier irgendwie da versucht haben, noch Klatsch draus zu drehen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich sehe mich selber als niemanden, der in so Klatschmedien stattfinden sollte, egal was. Ich bin immer noch ein random Dude, der irgendwie im Internet Streams und Videos produziert, und ich bin immer noch ein random Dude, der einfach Scheiße macht, die er mag, und seinen Scheiß macht, der ihm Spaß macht. Ich habe ja schon ein Video dazu selber gemacht, ganz kurz. Ich will auch da gar nicht in die Tiefen gehen, es ist wie gesagt alles gut gelaufen so. Ich bin ja so mal gespannt, was jetzt in diesen Videos über uns gesagt wird und wie viele Mutmaßungen es gibt. Es gab eine Mutmaßung, die ich ziemlich weird fand. Dankeschön für die ganzen Subs und Follows gerade, danke. Es gab eine Mutmaßung, die extrem weird war, und zwar habe ich auf Instagram dieses Bild von Katja und mir geteilt, wo Katja so einen Kussmund macht und danach halt das Bild, wo ich gesagt habe, oder wir gesagt haben, dass wir uns trennen. Das steht auf jeden Fall in keiner Korrelation, also da ist nichts zwischen Katja und mir gelaufen oder so, das möchte ich hier erstmal an der Stelle sagen. Es haben sehr viele Leute wirklich gedacht, dass ich mich wegen Katja Krasavic mit Jody getrennt habe. Nummer eins, ich würde auf jeden Fall Jody niemals gegen Katja eintauschen. Und Nummer zwei, ja, also das, nee Leute, sorry. Ja, grundlegend würde ich sagen, möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz hier gucken, was in diesen Videos so gesagt wird. Und ja, ich bin ein bisschen schade, finde ich schon, dass ich es nur auf Promi Boom geschafft habe mit 300 Abonnenten, nicht auf Promi Flash. Das ist ein bisschen belastend, Leute. Aber vielleicht kommt das ja noch. Promi Flash an der Stelle. Wir haben ja sowieso schon, ich habe, glaube ich, schon ganz oft zu Promi Flash am roten Teppich gesagt, warum bin ich nie in euren Videos drin? Ich glaube, die sind die Einzigen, die verstanden haben, dass ich das nicht will. Vielleicht haben sie es gerafft. Große Überraschung für alle Fans. Revenside und Jody Calussi haben sich getrennt. Das gaben die beiden YouTuber auf Instagram bekannt. Ja, das haben wir gemacht. Endlich bekommt ihr eure Antwort. Jovi ist tatsächlich kein Paar mehr. Wird jetzt der ganze Text einfach von dieser Frau vorgelesen, Alter? Wird jetzt dieser ganze Scheißtext einfach vorgelesen, das ist das Video? Das ist ja einfach nur lächerlich, oder? Vor circa einem Monat haben wir uns gemeinsam entschieden, unsere Beziehung zu beenden. Also, Digga. Jovi setzt sich aus den Spitznamen von Revi und Jody zusammen. Ja, danke. Die Nachricht teilten beide auf ihren jeweiligen Insta-Kanälen. Sie betonen zudem auch, dass sie im Guten auseinandergehen. Ja, und das ist auch so. Wir reden sehr viel, wir chillen sehr viel miteinander. Alles fein, aber ich verstehe dieses Video an sich nicht. Jovi war schon immer viel mehr als nur eine romantische Beziehung. Es war schon immer eine sehr enge Freundschaft, die noch ganz lange weiterleben wird. Yes, sir. Die beiden sind seit 5 Jahren ein Paar und sind auf YouTube nicht mehr wegzudenken. Ja, gut. Jetzt komme natürlich ich mit meinem Ich quitte YouTube-Video. Joke. Sie haben regelmäßig zusammen Videos hochgeladen und auch vor, weiterhin ab und zu zusammenzudrehen. Auf jeden Fall. Nicht nur für die Fans kam diese Trennung plötzlich. Auch einige YouTuber-Kollegen wie Simon Desue schrieben entsetzt unter den Post: Nö, ich will das nicht. Nicht akzeptiert. Das fand ich auch, ich habe mit Simon super lange nichts mehr zu tun gehabt, Alter, aber das hat mich echt ein bisschen überrascht, Alter. Viele Leute aus dem YouTube-Kreis, die das noch nicht wussten, haben mich auch darauf privat hin angeschrieben und gesagt, Alter, wie kann das denn sein? Ihr wart für mich immer der Inbegriff einer perfekten Beziehung. Und ja, diese perfekte Beziehung lebt auf jeden Fall als Freundschaft jetzt weiter. Ganz, ganz, ganz klares Ding so. Deshalb, ja, kam für alle, glaube ich, plötzlich, ne? Aber so an sich, ist fein. Ist wirklich, ist in Ordnung so. Also wir reden viel, wir kommen klar. Das lübt alles. Die meisten wünschen Revi und Jody aber nur das Beste, wie Rezo oder Dagi B. Dagi B postet einfach ein Herz. Tolles Video, Alter. Wirklich ganz tolles Ding, Alter. Promi Flash hat nicht lange. Es ist ja nicht mal Promi Flash gewesen, Alter. So, dann schauen wir mal ganz kurz, was Smoothtube dazu noch sagt. Und dann würde ich sagen, machen wir das, was ich hier am besten kann, nämlich Minecraft spielen, den Scheiß hier. Liebe Freunde, der Dezember gibt sehr viel, aber er nimmt auch sehr viel. So anscheinend zurzeit viele, viele Beziehungen auf YouTube unter YouTubern oder Leuten, die auf YouTube bekannt sind. Und wie gesagt, der Dezember, alle machen Videos, YouTube gibt... Ich wollte gerade einen ziemlich unangebrachten Yo, Olli hat sich getrennt, Witz bringen, den verkneife ich mir jetzt an der Stelle mal. Das Pader, man bekommt das Pader,
die einen mehr, die anderen weniger. Aber wie gesagt, der Dezember ist auch abseits von YouTube eine Zeit, in der sich nicht nur die Liebenden finden, sondern wie zurzeit auf YouTube jetzt irgendwie, da trennen sich alle, um es mal ein bisschen plump zu sagen. Tja, liebe Leute. Und zwar... Ich weiß jetzt nicht, das haben so viele schon geschrieben, Alter, dass sich jetzt so viele YouTuber angeblich getrennt haben und auch im Privaten voll viele Leute getrennt haben. Kann sicherlich damit darauf hinauslaufen, dass man sagt, jetzt endet eine Dekade, Alter. Ich meine, so alle 10 Jahre ist ja immer so, dass man sagt, so, ich will jetzt irgendwas Krasses machen. Jetzt halt bald 2020. Vielleicht spielt das damit rein, kann ich jetzt so nicht sagen. Maybe kommt das damit irgendwie zusammen. Weiß ich nicht genau. Kann natürlich sein, muss aber natürlich nicht. Aber ja, kein Plan. Kein Plan, Alter. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe das auch schon sehr oft gehört, dass häufig Leute gesagt haben, oh, es ist jetzt gerade Trennungszeit und so. Man hat nicht immer das Gefühl, dass das so ist. Also ist es nicht immer irgendwie so. Nur weil es jetzt sehr viele Leute halt in der Öffentlichkeit sind, heißt das ja nicht, dass das jetzt generell so ein Ding ist, oder? Und ja, wir haben uns halt getrennt wegen den Weihnachtsgeschenken, ganz klar. Ist Folgendes passiert, denn es hat sich ein YouTube-Pärchen getrennt, jetzt nun offiziell, das die meisten so wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten kennen, ich glaube 5 Jahre sind es, und das sind diese beiden Menschen hier. Dieses Video habe ich jetzt einfach mal aufgerufen, weil da sieht man sie zusammen, und zwar Revenzeit und Jodie Calussi haben sich nun offiziell getrennt. Auf Twitter hat Revi dort eine Art Statement abgegeben, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, und man muss schon sagen, oder besser gesagt, Tanzverbot hat unter dem Tweet etwas geschrieben, und das passt eigentlich perfekt, und Tanzverbot spricht da nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele Leute da draußen. Ich meine, Kevin schreibt gerade auch, Alter, wann gibt es die richtige Zeit, sich zu trennen? Wann gibt es die richtige Zeit für einen Hund? Wann gibt es die richtige Zeit für ein Kind, Alter? Kein Plan, Mann. Also würde ich jetzt einfach nicht zwangsläufig sagen, dass das so der Fall ist, dass sich jetzt gerade alle trennen. Das mag einem in seiner YouTube-Bubble so vorkommen, aber ich glaube, wahrscheinlich gibt es 10.000 andere Menschen, die im Dezember heiraten und gemeinsam ihre Familie gründen. Also ja, keine Ahnung. Also weiß ich jetzt nicht, ne, ob man das so verallgemeinern kann. Was denn los? Auf einmal trennen sich alle. Tja, und dieser Satz, ich denke, der geht vielen durch den Kopf, denn wirklich, zurzeit ist da echt der Wurm drin. Dieses Jahr, dieser Dezember 2019, ich möchte ihn einfach mal den Trendzember nennen. Ja, also mir tut das wirklich sehr, sehr leid für diese ganzen, ich sag mal, Liebenden, aber es ist tatsächlich, muss man sagen, so eine Art Trendzember, Hashtag Trendzember, weil... Keine Ahnung, wie ich jetzt, was soll ich jetzt dazu sagen, Alter, also wie reagiert man darauf? Okay. 2019, der Dezember, macht echt, der fordert wirklich seinen Tribut. Aber gut, Revi hat ein Statement rausgehauen und dieses liest sich wie folgt. Ich werde das einfach mal übernehmen und euch vorlesen. Na gut, brauchen wir jetzt nicht, ne? Joey war schon immer viel mehr als auseinandergegangen. Joey, es ist Hashtag Joey, meine Freunde, wer kennt's nicht? Joey's Jungle und ich. Hashtag Joey, Joey's Jungle und ich waren jetzt für 5 Jahre zusammen. Das wissen ja viele Leute gar nicht. Und haben uns jetzt getrennt, als wir beide gemerkt haben, also huch... Ich bin ja gar nicht schwul. Und ja, also das war jetzt an der Stelle dann der Grund dahinter. Da musste ich mich dann von Joey trennen, als ich das gemerkt habe. Hashtag Joey, meine Freunde, man kennt den Hasen. Ich würde sagen, wir skippen das hier einfach mal, weil das habe ich ja schon 10-mal gehört, Alter. Aber eigentlich auch gar nichts. Und wir sind so gespannt auf die Zukunft. No hate or love. In Liebe oder schwarzes Herz at Jodie Calussi. Also, liebe Leute, das ist das Statement vom lieben Revenzeit. Wie gesagt, schade drum, dass hier nach 5 Jahren, krass, muss man sagen. Wir haben uns natürlich extra im Dezember getrennt, damit ich hier noch ganz viele Videos drüber machen kann. Wir sind eigentlich, hatten wir vor, uns jedes Jahr im Dezember zu trennen. Wir haben uns ja im November getrennt und erst im Dezember öffentlich gemacht. Das nur mal an der Stelle so gesagt nebenbei, bevor ich jetzt hier wieder irgend so ein Bullshit von wegen Dezember und Money lesen muss. Ein halbes Jahrzehnt. Ja. Halbes Jahrzehnt ist krass, Mann. Ist krass. Aber trotz allem. Ja. Meine längste Beziehung bis dato mit Jodie, die ich jemals hatte, Alter. Das, der 5 Jahre, Mann. Das ist insane lang. Ja, halbes Jahrzehnt. Habe ich so noch gar nicht gesehen. Das ist schon krass. Schön, dass die beiden das nicht irgendwie in so einem, wie nennen wir das, in so einem dreckigen Krieg oder sowas sind. Nein, dass das Ganze hier alles vernünftig. Das verstehe ich sowieso nicht, Alter. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ja. Dann geht man doch nicht hin und zerlegt sich dann gegenseitig, oder? Das macht man ja nicht. Also wir sind ja immer noch extrem entspannt. Wir sind extrem entspannt, wir kommen sehr gut klar. Joey Calussi und ich. Das läuft alles. Läuft und dass, ich sag mal, in Liebe
auseinander. Ihr wisst, was ich meine. Es läuft auf jeden Fall gut weiter oder ja, so. Ja, trotzdem ist es schade. Allerdings ist es ja auch so, dass die beiden, glaube ich, sich zusammen ein Büro teilen und so weiter. Also die haben ja auch noch beruflich miteinander zu tun. Irgendwas in der Art, aber in erster Stelle wichtig, dass es da jetzt keinen Stress gibt. Und diesen Dezember, wie gesagt, da, der frisst einiges auf, muss man sagen. Denn nicht nur dieses Pärchen hat sich nun getrennt, sondern okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich nenne es mal YouTube-Pärchen. Und zwar sind der liebe Vic, aka Iblali, das ist wirklich so eine Sache mit ihm und seinem Namen, weil einfach Iblali so dermaßen riesig ist, dass wenn ihr quasi Vic und Gu, also es kommt dann immer Iblali. So, er ist, ja. Er ist halt irgendwie Iblali, obwohl er ja, ist ja egal. Jedenfalls, so ist es, ja. Der liebe Vic und seine jetzt nicht mehr Freundin haben sich auch getrennt. Ja, also es ist einfach, und nicht nur das, also es gibt da, oder es gibt auch ein Statement-Video von Vic aka Iblali dazu. Das ist jetzt allerdings dann auch schon seit 4 Tagen draußen, deswegen guckt euch das gerne an, da wird... Ja, darauf hatte ich halt irgendwie keinen Bock, Alter. Das hat, hab's dann einfach irgendwie onstream kurz gemeldet so und dann hat D-King irgendwie das einfach hochgeladen. Das war auch voll fein so, alles cool. Ich wollte jetzt hier keinen riesen Aufriss machen. Ich finde das jetzt, dass mein Privatleben jetzt nicht so relevant für die Öffentlichkeit sein muss. Klar muss man irgendwas sagen, aber ich habe jetzt nicht vorgehabt, mich hier hinzusetzen und erstmal eine halbe Stunde zu weinen und zu sagen, mir geht's so schlecht. Das hätte man sicherlich machen können, ist aber einfach der Zeit, die wir haben, nicht würdig gegenüber. Victor hat's genauso gemacht, 2 Minuten ganz kurz gesagt, was abgeht und gut ist. Nochmal drüber geredet, denn ich finde es immer extrem schwierig, ich sag mal so, zu informieren. Ja, nicht jeder guckt immer die Videos, nicht jeder ist auf Twitter und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde dieses Informieren zu sagen, yo, Leute, hört mal zu, Revi und Jody oder jetzt Vic und so, das ist ja, das Informieren ist vollkommen in Ordnung, sage ich mal, das als Information so. Ja, richtig, aber, genau. Wenn dann Leute anfangen, darüber sich eine Meinung zu bilden oder was dazu zu sagen, das finde ich persönlich immer sehr, sehr schwierig. Denn okay, aber Bro, no offense, was machst du denn gerade? Du. Außer die beiden Personen, die das quasi, die sich getrennt haben, kann da eigentlich kaum jemand wirklich was dazu sagen, ob genau. Das, was für Hintergründe und so weiter. Deswegen genau das, ja, Mann. Genau das, Alter. Diese ganzen Mutmaßungen von wegen, ich hätte mit Katja Krasavitsch irgendwas gehabt, Alter, wegen diesem einen Bild und irgendwer ist irgendwie fremdgegangen. Alles Bullshit. Es ist nie irgendwas passiert. Wir haben einfach nur gemerkt, es lübt nicht mehr so, wie es mal gelübt hat. Ein bisschen auseinandergelebt. Nein, ist das. Leute euch dann angucken und das natürlich auch respektieren. Ja, schade drum, tatsächlich. Die waren alle irgendwie lange zusammen und jetzt, wie gesagt, Dezember erfordert alles. Und so wie sich Pärchen trennen, ja, hat dieser Dezember dann auch zum anderen Liebe hervorgebracht, kann man sagen. Und zwar bei Miguel Pablo. Ja, für den läuft der Dezember ziemlich einwandfrei, zumindest was die Liebe angeht. Und die Views, Grüße gehen raus. Denn, wie gesagt, die einen trennen sich, die anderen finden neue Partner und in dem Fall dann ja, Luca und Jule auch, ich weiß. Orientierung im Leben. Ja, also er hat jetzt nun einen Partner, aber für Miguel Pablo läuft es gleich doppelt so gut, denn er hat nicht nur einen Partner, sondern auch schon den nächsten Partner. Guckt euch das Video gerne an. War ja so eine lustige Aktion, ist natürlich nur Spaß. ABK und Miguel Pablo sind nicht zusammen, für die, die es also, ja. Ja, weil ich mit ABK zusammen bin, holy shit. Das hier ist der Freund von Miguel Pablo und das war ein Comedy-Video, das die beiden zusammen gemacht haben. Trotzdem absolut zum Wegschmeißen. Mega lustig. Aber außerdem haben sich nicht nur Menschen getrennt, also doch schon, aber es haben sich nicht nur Pärchen getrennt, sondern auch Gruppen. Ja. Gut, Apecram hat sich auch getrennt. Also, Trendsember, kein Plan, was ich davon halten soll, Alter. Unger hat sich von seinen Haaren getrennt. Bei mir im Bekanntenkreis ganz, ja, der Veränderung, ja, maybe das Ende der Dekade. Wer weiß das schon, Leute, wa? Wer weiß das schon? So, an der Stelle folgt mir gerne auf Twitch rein, falls ihr das nicht gemacht habt. Ihr könnt das kleine, süße Herz da drücken. Ich würde mich sehr darüber freuen.